sagen, nein. Wir machen das so, die Leinwand steht gleich und dann könnt ihr mich fragen. Wenn ich Lust habe, antworte ich. Ein gutes Aquarell ist in 3 bis 4 Stunden komplett fertig. Ich will das Wrack malen. Das stelle ich jetzt so hier hin. Insofern mache ich häufig solche kleinen als Skizzen. Dann mache ich auch groß. So ankommt. Genau. Jetzt ist die Farbe reif. So, jetzt geht's los, Leute. Endlich. Und nach 10 Jahren sind wir hier und malen im Hafenmuseum. Ich sollte ja ein paar Worte sagen zu meiner Malerei, aber ich glaube, das ist so laut hier. Es ist ein bisschen, wir gehen jetzt hinter die Mauer. Ja, schön, dass die Filmtruppe aus Bremen, Cut-In, wieder zu Gast ist bei Port Art im Deutschen Hafenmuseum. Wir als Künstlergruppe Port Art, 4 Leute, starten heute mit unserer großen Plein Air-Aktion Port Art im Hafenmuseum. 4 Leute, 8 Augen, wir sehen vieles, was gemalt wird im Laufe dieses und nächsten Jahres. Ich habe mir ein Motiv ausgesucht, Skyline auf Hamburg vom Deutschen Hafenmuseum aus. Und jo, los geht's. Und was malst du da? Die alte Dampflok, wie sie unter den Kränen entlang fährt. Richtig mit viel Dampf, Gewölk. Da bin ich gespannt. Ja, ich auch. Wasser ist das Wichtigste für die Malerei. Für die Malerei. Dieses Objekt male ich, weil ich da vorhin dran entlang gelaufen bin. Und das ist auch meine Art und Weise zu malen. Ich lasse mich von der Örtlichkeit inspirieren. Ganz spontan, ganz schnell. Aquarellmalerei ist eine ganz schnelle Maltechnik. Man kommt sehr schnell mit wenig Aufwand zu einem Ergebnis. Und deswegen bin ich bei der Aquarellmalerei gelandet. Und es macht unheimliche Freude, aus einem einfachen, simplen Blatt Papier etwas Lebendiges zu schaffen. Das ist auch die Motivation, die ich so habe. Port Art ist aus der Bekanntschaft mit Christian Ansen entstanden und unsere Idee war, den Hamburger Hafen künstlerisch zu erfassen. Und das ist mit Port Art möglich. Port Art ist eine kleine Organisation und der Austausch von Menschen, Kollegen, die sich einfach miteinander gut verstehen, lässt auch kreativ ganz viele Dinge ganz spontan auch entstehen. Udo. Sehen wir dann. Jetzt ist die Farbe reif. Ja, wie bist du zur Malerei gekommen? Wir alle, die als Kind gemalt haben, also sie haben auch bestimmt als Kind gemalt, ich auch, und ich bin dabei geblieben, weil es mir sehr Spaß gemacht hat. Ja, Port Art, wie bist du dazu gekommen? Ja, Port Art, ich bin vom Beruf Physiotherapeut. Ich habe einen Patient gehabt. Ich habe in meiner Praxis natürlich meine Bilder aufhängen und das hat ihm total gefallen und hat mich gefragt, na,
Wie wäre es, wenn du vielleicht mal hier zu Deutsche Hafenmuseum kommst? Und wenn wir jetzt noch zu deinem Motiv kommen, heute ja. Hier auf das Bild zu sprechen kommen, was ist das? Das ist Speicherstadt. Ah, das genau, ist Speicherstadt. Und das ist das Rathaus. Man sieht das ja von hier. Ja, ich finde das sehr schön, auch so diese alte Architektur von Hamburg. Und es hat was. Hallo Tom Dick. Moin. Also, du bist Tom Dick und warum malst du? Tja, also ich habe mein ganzes Berufsleben als Journalist immer mit Bildern zu tun gehabt. Und das entsprechend hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich mich irgendwann mal von der Fotografie verabschiedet habe, um ein bisschen kreativer werden, nämlich selber Bilder gestalten. Das war der Grund. Wunderbar. Und jetzt bist du bei Portrait irgendwie auch gelandet? Ja, ganz witzig. Ich hatte eine Ausstellung auf Helgoland. Da bin ich nämlich Gastkünstler einmal im Jahr. Und da rief mich Christian an und fragte, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Und da ich als Unterzeile von Borgi Art Kunst von der Küste stehen habe, ist das naheliegend. Ne? Hat mir gleich gefallen. Da habe ich gesagt, jo, mach ich mit. Ja, wunderbar. Sag, und was malst du heute dein? Was ist heute dein? Ja, ich war vor ein paar Wochen mal hier und da ist mir einfach dieses Wrack aufgefallen. Das ist ja ganz speziell. Ja. Nicht? Untergegangen und dann bei Baggerarbeiten mir zufällig gefunden. Diese bizarre Metallgeschichte, das ist ja schon fast expressionistisch mittlerweile. Das hat mir gefallen und deshalb will ich das malen. Okay, also vielen Dank und viel Erfolg bei dem Bild. Ja, vielen Dank. Dankeschön.